der Hauptgrund, dass wir das Carport gebaut haben, waren einfach die zunehmenden Unwetter in unserer Region. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einen zusätzlichen Schutz für unsere Fahrzeuge bauen. Warum wir uns für Stahl entschieden haben, das hat mehrere Gründe. Einmal finde ich persönlich den Werkstoff Stahl extrem spannend und interessant, auch das Schweißen dazu. Und das haben wir auch hier alles vor Ort geschweißt. Und das Zweite ist natürlich, der Stahl hat hier einen wesentlichen Vorteil, weil er sehr schlank wirkt. Für den Bau des Carports haben wir uns für Fronius Schweißtechnik entschieden, weil wir haben hier Sichtnähte und da ist es extrem wichtig, dass die Schweißnähte perfekt aussehen, keine Spritzer vorliegen und auch keine Porosität und keine Schweißnahtfehler sind. Das Carport wurde geschweißt mit der Fronius TransSteel Pulse. Und dieses Schweißsystem hat einfach einen riesen Vorteil. Es sind mehrere Schweißprozesse oder die gängigsten Schweißprozesse sind möglich. Das wäre praktisch WIG, MIG, MAG und Elektroden ist ebenso möglich. Was ein Vorteil eben auch ist, das ist die Möglichkeit, Easy-Jobs zu speichern bei dem Schweißsystem. Man hat die Möglichkeit, zum Beispiel einen Job zu kreieren zum Heften. Der andere Job ist dann möglich aufzurufen per Up-Down-Brenner zum Schweißen. Und das ist eine sehr nette Funktion, muss ich sagen. Bei solchen Stahlkonstruktionen wie bei den Carport ist es einfach wichtig, dass man eine ordentliche Schweißdokumentation durchführt. Und wir haben die Möglichkeit bei der TransSteel Pulse die Easy-Doku mittels einem USB-Stick einfach in der Rückseite in der Stromkanne einzustecken. Und sobald der drinnen ist, fängt die Dokumentation an, automatisch. Und es wird ab dem Zeitpunkt auch jede Schweißnaht dokumentiert. Man hat noch und dann die Möglichkeit, mittels CSV-Dateien auf dem Laptop nachzuschauen und dann dort wieder die nächste Möglichkeit, diverse Jobs zu filtern, dass man einfach die Heftjobs sofort ausfiltert und dann hat man nur die Schweißparameter oder die Schweißjobs da und die dann umzuwandeln in einen PDF-Report und man hat dann die Möglichkeit, wenn der Kunde will, dass man den einfach weitervermittelt. Und man hat dann einfach ein bisschen Sicherheit wieder den Kunden entgegengebracht. Der Kunden fühlt sich gut und es ist einfach eine super Dokumentation.